Hallo, liebe Freunde, und willkommen zurück zum Let's Play von Dead Space 2. Mit mir, dem Stony. So, ich habe auch mal was rausgefunden. Und zwar, wenn wir jetzt klassisch B drücken für die Marke, wo wir hingehen können, oder wo die unsere Aufgaben hinführt, können wir ja auch wechseln. Und zwar Speicherstation, Bench, Shop und natürlich wieder Aufgabe zurück. Das ist doch mal ein nettes, cooles Feature, dass wir uns dann nicht mühsam auf der Karte rumfummeln müssen, um zu sehen, wo die nächste Station ist. Oh, warte. Erstmal hole ich mir den Energieknoten raus. Ganz wichtig. Energieknoten sind wichtig. Ganz wichtig, kleiner. Oh, ist eine Frau. Kleine. Aber ich glaube, der hat schon mal bessere Tage gesehen. Ah, wisst ihr eigentlich, womit so manche Necronorphs, sonst die Frauen, guck doch mal an, ne? Ich glaube, die hat so ein bisschen mit so einer, mit der Schönheits-OP doch ein bisschen übertrieben, ne? So. Und so stelle ich mir das vor, wenn einer sich da 10.000 Mal operieren lässt. Oh, ich habe hier doch eine Falte und hier noch eine Falte. Ja, also ein kleiner blöder Witz am Rande. Oh, wo sind wir denn? Fingerabdrücke oder Handabdrücke vielmehr mit Blut. Waffe nachladen. Bin ich eigentlich schon mal gestorben? Bis jetzt in Dead Space 2? Ich glaube nicht, ne? Hey. Oha. Wir sind hier auf der Kinderstation. Na, auf der Unterhaltungsstation für Kinder. Und ich glaube, ich weiß schon, was uns hier erwarten wird. Wir kennen ja noch diese kleinen Babys, ne? Die so komische Stacheln auf uns geschossen haben. Aus dem ersten Teil. Und ich wette, die gibt's hier. Ah! Oh, leck mich doch ab. Heiliger Bimbam. Ah, die sind ja noch fieser als die anderen. Isaac, leben Sie noch? Wir können. Ich glaube, die verfolgen unsere Signale. Kommen Ihre Erinnerungen wieder? Meine kommen zurück. Die guten. Und die schlechten. Je mehr ich mich erinnere, desto mehr Schmerz. Immer wieder sehe ich die Symbole. Sie auch, Isaac? Odin. Immer wieder sehe ich sein Gesicht. Oh, Scheiße, sie haben mich gefunden. Gut, auch wenn ihr mich jetzt dafür hassen werdet, ich werde einmal kurz ein bisschen aus dem Film spoilern. Den, der das Strauss sieht, ist sein toter Sohn. Ja, der Strauss war so angefallen von dem Marker, dass er seinen eigenen Sohn getötet hat. Und seine Frau. Nur sein Sohn, war zwar ein Kind, aber es war noch ein Baby. Also, er hat sein eigenes Baby getötet. Das ist also mal als kleine Information über den Strauss. Durch die Informationen, die ich aus dem Film habe, würde ich denn jetzt nicht unbedingt trauen wollen. Der ist so ein bisschen sehr stark beeinflusst von der Marke. So, ich werde erstmal hier in den Shop gehen und das Schema einlösen. Jawohl, möchte ich machen. So, wir haben zwei Energieknoten.
Im Safe habe ich ja. Ich habe ein paar erste Hilfe-Pakete ins Safe gepackt. Ha! Habe ich ja einigermaßen gut mitgedacht. So, ich kann mir jetzt holen. Harpunengewehr. Plasmakette haben wir. Impulsgewehr. Was kostet ein Energieknoten denn überhaupt? 10.000, wie auch im ersten Teil. Okay. Impulsgewehr kostet 7.000 Credits. Aber noch keine Munition dafür, die ich kaufen kann. Also in der Weise her macht das so keinen Sinn. Energieknoten werde ich mir auch noch nicht kaufen. Die werde ich mir aber jetzt in den Safe legen, die Strahlmunition, für später. Das sollte aber eine reichen an Erste-Hilfe-Kits. Ich habe ja noch ein bisschen was. Munition habe ich auch genug. Dann können wir aus dem Shop wieder rausgehen. So. Keine Angst, ich mache jetzt nicht hier einen Cut. Ich nehme erst seit 5 Minuten ungefähr auf, oder 6 Minuten. Ich will jetzt einfach nur noch... Also ich möchte... Nicht, ich will, ich will. Ich möchte einfach nur kurz abspeichern. Und wir sind auch schon in Kapitel 3 angekommen. Seit dem letzten Speicherstand. Da haben wir ja Pumunition liegen, die brauchen wir nicht. So, ich muss jetzt nach da. Da vorne, weil habe ich nichts mehr, was ich, wo ich reingehen kann oder so. Oder habe ich da irgendwas übersehen? Mal eben schnell hier alles ablaufen eben nochmal. Nicht, dass ich hier wirklich was übersehen habe. Ja, hier ist echt was so Kiddies, so Arcade Stations oder sowas, ne? Hier. Ach ne, ist eine Schule oder Kindergarten ist das hier. Für die Kids. Da kam ich, glaube ich, her, oder? Ja, da kam ich her. Okay. Genug Zeit verplempert. Weiter geht's. Wie ihr seht, gibt es hier neue Kindermonster. Die sind arg schnell, halten aber zum Glück nicht viel aus. Das ist, glaube ich, der einzige Vorteil, den wir haben. Dass wir nur in einem Schuss... Aber trotzdem, wir haben... Verdammt. Er wird Hilfe holen. Okay. Hey Dana, so ein Irrer, den ich im Krankenhaus schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Stross, er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Okay, das ist ja das, was ich euch gerade schon erzählt habe. Achtung! Hier spricht Direktor Teil. Ein stationsweiter Notfall ist angetreten. Gemäß des Bürgerrechts verhänge ich... Oh, was haben wir denn hier? Ein Sportladen für Sportaccessoires oder sowas. Oder Turnschuhe und so, ne? Oh, hier ist, glaube ich, ein Restaurant. Sieht japanisch aus von den Schriftzeichen her. Was haben wir hier? Eine. Oh. Das Zeichen kennen wir doch. Das ist doch der Smarker-Zeichen. Das müssen. Ja, ja, Unentheologen, alles klar. Also die Freaks sind auch hier. Sieht auch nicht mehr gesund aus. Ah, Levitationsbetten. Ah, sind so Betten, da kann man sich drauflegen, da schwebt man so in der Luft. Sollen sehr erholsam sein in naher Zukunft. Kaputte Automaten. Eine menschliche Leiche. Was haben wir hier? Ein Textlog. Das will ich euch mal eben noch mal schnell vorlesen. So viel Zeit muss sein. Titan, Teil 2. Serie, die Geschichte der Raumfahrt. Titanstation, die Eroberung eines Mondes, Teil 2 von 2. Es wurde eine große Kolonie auf Titan errichtet, um jedes seismische Detail des Mondes zu studieren und ihn auf seine Ausschlachtung vorzubereiten. Im Verlauf der Operation wurden die orbitalen Plattformen, die die Arbeit unterstützen, zu Prototypen für die Abbauschiffe, die bald folgen sollen. Titan wurde erfolgreich und nur mit etwas planlicher Verspätung ausgeschlachtet. Für die damals überhöhte Bevölkerung der Erde war dies ein immenser Lichtblick, da sie aufgrund des Rohstoffmangels ihrer bevorstehenden Ausrottung ins Auge zu sehen glaubten. Titans Aberntung wurde beendet, kurz bevor der Mond komplett abgebaut war, und zurück blieb nur das kleine Fragment, auf dem die ursprüngliche Kolonie gegründet worden war.
Von hier aus wuchs die Station sprunghaft, während die neue Ära der Planetenausschlachtung eingeläutet wurde. Sie dient in der Folge als wichtiger Forschungsposten und nach der Einführung der Shockpoint-Antriebe auch als Wegstation für alle weitergehenden Abbaumissionen. Heute wird sie liebevoll Sprawl genannt, da sie sich in ihrer aktiven Zeit stetig ausgebreitet hat. Ja. Erinnert mich so ein bisschen die Formulierung aus einem schönen alten Film. Der Fluxkommendator macht das Zeitreisen überhaupt erst möglich. Dr. Emmett Brown. Wird bestimmt einigen was von euch sagen, glaube ich. Und so war es hier mit dem Schockantrieb, der das interstellare Reisen ermöglichte. Also, wir können es praktisch mit dem Warp-Antrieb vergleichen, den man aus Star Trek kennt. So. Noch ein Textlog. Aber erstmal gucke ich mal, ob der Typ da noch irgendwas droppt. Natürlich nicht. Wieder ein Textlog. Mal gucken, was da drin steht. Altmans Fußstapfen. Altmans Fußstapfen. Eine Publikation für die Anhänger von Michael Altman. Wie die Kinder des Markers sind die regressiven, unumwunden Urskov-Angriffe auf unser Recht auf Religionsfreiheit endgültig leid. Eingeschränkte Öffnungszeiten der Kirche, Feuerschutzrestriktionen bei der Größe von Erweckungsfeiern, Literatur darf nicht mehr ohne Genehmigung ausgegeben werden. Das sind doch nur fadenscheinige, verschleierte Versuche, die Wahrheit zu unterdrücken. Unsere Wahrheit. Aber sie werden keinen Erfolg haben, da blasphemische, kurzsichtige, rücksichtslose, destruktive und hoffnungslose Fahrt. Ganz schön viele Adjektive in einem Satz. Auf den Urskov uns treiben will, ist eine Sackgasse, auf die nur Unitology eine Antwort kennt. Altman hat es vorhergesehen und wir sind gesegnet, es ausführen zu dürfen. Seid bereit, meine Brüder und Schwestern, die Konvergenz ist nah. Ja, die Konvergenz, sprich die Vereinigung mit der Marker. Daran glauben die ja. Und Altman ist so der, Anführungsstrichen, der christliche, was für uns Christen der Jesus ist, ist für die Altman. Irgendwie so ein Bekloppter, der das gedacht hat. Ja. Aber hier... Ui, oh. Ein Gewisch gekriegt. Und ein neuer Versuch. Diesmal ein bisschen schneller, das Ganze. Aua, aua, aua. Haben mir gerade die Finger verbrannt. Ja, dieses Hacking, das habe ich noch nicht so ganz raus. Vor allem geht es noch voll auf Zeit. Jetzt aber. Man kriegt auch ordentlich Schaden, muss ich sagen. Eben mal kurz hier so ein Ding im Reinpfeifen. Wenn mich die Necronauts nicht töten, natürlich mich selber umhängen. Tja. Was war eigentlich das... Mal so ein kleiner Witz. Fällt mir gerade ein. Was war eigentlich das letzte Wort von einem Starkstromelektroniker, bevor er gestorben ist? Na, habt ihr's? Was denn das für ein Kabel? Na? War so ein kleiner flacher Witz. Ich dachte, Sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Unitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Ja, ich werde mal versuchen, ab und zu mal ein bisschen die Stimmung wieder aufzulockern. Nach dieser bedrückenden Atmosphäre tut es auch mal ganz gut. Und wieder ein Textlog. Also in dieser Folge mal sehr viele Textlogs. Aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm. So ein bisschen zu der Hintergrundgeschichte von dem Ganzen. Zu blicken. Rekrutiert. Church of Unitology. Titanstation. Rekrutierungsbericht. Perry Gibbon oder so. Scheint ein Franzose zu sein. Anwärter. Mitglied. Einzahlungsstatus voll einbezahlt. Also Geld.
Rekrutierungen sind in den letzten Wochen merklich zurückgegangen. Dies liegt sicher an den jüngsten Verleumdungskampagnen von Urskov, die uns in der Presse als Schwindler und Rebellen hinstellen. Leiter der Churches of Venus Wayport und dem Heliopause Observer werden Ende der Woche herkommen, um eine Antwort zu verfassen. Bereiten Sie zusätzliches Budget für Public Relations und Medien vor. Ja, Public, ja, PR, kennen wir heute auch schon. Um diesem Trend entgegenzuwirken. Außerdem wirken sich die CEC-Entlassungen negativ auf unsere Rekrutierungsziele aus. So dass wir im Jahresvergleich fast 30% Verlust zu verzeichnen haben. Das liest sich wie so ein Wirtschaftsbericht, ein kleiner. Gibbo Ende. Naja, die wollen auch nur Geld und dann die Leute abschlachten lassen durch ein. Von den Necronörfchen. Aber irgendwie habe ich hier ein komisches Geräuschkulisse gerade. Hört ihr es auch? Dieses Flattern? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Nein, ich bilde es mir nicht ein. Ah, komm, Alter. So, das meine ich damit. Wenn man auf die Scheiben schießt, dann spart man Munition. Aber man kann die natürlich dann nicht abernten. Oh, verdammt, ich bin hier. Ey. Ihr kleinen. Die machen ordentlich Schaden, haben wir gerade gesehen. Sie britzen schon gut rein. Diese. Ich muss mal eben kurz ein Medikit nehmen. Oh, oh. Ein kleines. Na, sollte das mal reichen. Ach nee, da wollen wir gar nicht hin. Nochmal zurück. Nein, ich will doch wieder raus. Oh, danke. Da wollte ich noch gar nicht lang. Ich wollte erstmal noch ein bisschen hier erkunden. Bevor ich da durchgehe. Weil wir könnten ja hier noch einige nette Sachen finden. So, ich glaube, das wird auch hier mit die längste Folge, glaube ich, werden. Bis zum nächsten Speicherpunkt. Das liegt aber an den. Oh. Die junge Dame hat's erwischt. Liegt aber auch mit an den Textlogs, weil sehr viele Textlogs waren in dieser Folge. Oh, Geld. Also laut Bericht sollten ja nicht so viel Geld haben mehr, ne? So, jetzt gehen wir mal durch den Wartungstunnel. Ich denke mal, dahinter wird uns gleich auch ein Speicherpunkt erwarten. Wenn wir das hier überleben. Den Tunnel hier. Auf jeden Fall schon mal schön dunkel hier drin. Ah, da war er zum Glück nicht so lange. Ah, dieser Eisige, ganz schön sportlich unterwegs. Also ich könnte das nicht. Okay, der ist tot. Oh, Kissen. Munition. 500 Credits. Und noch Munition. Eben mal schnell nachladen. Das habe ich für ihn vergessen. Ich bin mir erschrocken. Okay. Wer das hier sieht, sollte aufpassen. Man kann mit Chinese Klingen aus Leichen herausziehen und sie zurückschleudern. Sehen Sie. Sehen Sie. Ich habe diesen Trick schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Ich werde bald verbluten. Mich hat's übel erwischt. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Wer Sie auch sind. Okay.
Das war jetzt ein Video zum Beitrag wie... So. How to kill a Nikonov. Könnte auch ein YouTube-Video sein. Abfallpresse. Wie töte ich einen Nikonov ohne Waffe? Sei eh so ein Tutorial. How to, wie auch immer. Gute Idee, dass man da auch dann die... Ja, die jetzt wirklich versuchen wollen, ohne einen Schuss abzugeben. Ich glaube, da gibt es auch einen Erfolg oder sowas. Entschuldigung. So, mal kurz in mir plündern. Na, Geld. Wir haben eine Bench. So, was können wir denn aufrüsten? Einige Gegner und einen Hammer. Den kann ich verbrauchen. Ich habe zwei, aber ich möchte mal nur einen benutzen. Gehen wir auf die Rig in Trefferpunkte. Ich gehe mal hier schauen. Ja, da bringt mir der eine Punkt reichlich wenig. Da könnte ich in Luft investieren. Lass ich aber. Brauche ich erstmal noch nicht. Also will ich nichts aufrüsten. Dann werde ich mir beim nächsten Shop wahrscheinlich ein paar Knötchen kaufen. Aber ich speichere erstmal ab. So, wie gesagt, ist die Folge was länger geworden. Deshalb will ich auch nicht noch unnötig in die Länge treiben, die Folge. Und ja, einen Cut machen. Und, na, mal kurz eben hier mal weggehen, ist ein bisschen laut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und schaut ruhig weiter, meine Folgen. Das wird bestimmt noch spannend und auch ein bisschen lustig werden zwischendurch. Ja, bleibt mir noch zu sagen. Kommentiert meine Videos. Und bewertet sie. Abonniert mich, genau. Ihr könnt mich natürlich auch abonnieren. Wenn euch meine Videos gefallen. Also schaltet zur nächsten Folge wieder ein zu Let's Play Dead Space 2 mit Stony. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gehabt euch wohl. Und ciao.